begleitet mich heute in die Brasserie Rosalie. Hallo meine lieben Schwestern, wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal und zu einem weiteren oder neuen Restaurant-Review. Das war von Brasserie Rosalie. Wir haben es ja beim letzten Mal nicht geschafft, aber jetzt gehe ich jetzt erstmal rein zum Frühstück und zeige euch, was es dann da gibt für mich. Aber heute Abend sind wir auch nochmal in der Brasserie Rosalie zum Abendessen, eingeladen vom Disneyland Paris. An der Stelle vielen, vielen Dank. Und da zeige ich euch natürlich auch, was es so gibt. Es gibt wohl ein Austernbuffet und so. Aber das erst heute Abend. Jetzt gehen wir erstmal zum Frühstück rein. Ja, hier seht ihr mal, was es jetzt zum Frühstücken gibt. Also es gibt Frühstück von 8.30 Uhr bis 10.30 Uhr. Es gibt drei verschiedene Menüs. Express für 8,50 Euro. Da bekommt ihr ein Heißgetränk, einen Orangensaft frisch gepresst und ein Baguette oder eine Scheibe Brot mit Butter und Marmelade. Dann gibt es Gourmet. Da bekommt ihr dann eine Süßigkeit oder Pastry. Also irgendwie Pastry Slice of und Fresh Bread mit Butter und Marmelade plus ein Fruchtsalat und ein Heißgetränk und einen Orangensaft. Also einmal eine Pastry of your choice ist, glaube ich, dass man halt ein Croissant oder ein Schokocroissant sich aussuchen darf. Beim ersten muss man sich aussuchen, entweder ein Schokocroissant oder ein Croissant oder halt ein Baguette. Und bei Rosalie bekommt ihr dann ein Baguette plus frisches Brot mit Butter, Marmelade, Rührei, Fruchtsalat und ein Heißgetränk mit Orangensaft. Und das für 18 Euro. Also ja, echt gut. Es gibt auch à la carte. Ihr könnt Scrambled Eggs so bestellen oder Käse. Und da gibt es die Hot Drinks. Ihr habt Espresso Macchiato, Heißschokolade, Cappuccino und natürlich auch Tee. Und hier habt ihr den frischen Saft. Ihr könnt auch, es gibt auch Zitronensaft, frisch gepresst, aber nur 7 cl, also kleines. Es gibt auch noch Exotic Detox, was ist so ein Smoothie, also ja, echt gute Auswahl. Ich muss jetzt die Mütze ausziehen, meine Haare machen, also ich habe keine Ohren an. Ihr bekommt auch 10% Jahreskartenrabatt, also nicht vergessen, die Jahreskarte vorzuzeigen. Das ist das Frühstück jetzt, das Rosalie-Frühstück, das Rührei fehlt noch. Es gibt Baguette, es gibt Aprikosenmarmelade, Honig, Erdbeermarmelade, Butter, dann gibt es ein Schokocroissant. Ein Heißgetränk, ich habe mich jetzt hier für Kaffee entschieden, ein O-Saft, Obstsalat und wie gesagt, das Rührei fehlt noch, also es ist echt viel. Ja, und da seht ihr nochmal das Rührei, also auch eine große Portion. Übrigens ist es hier aktuell super leer, fast keiner, und hier kann ich euch mal das Restaurant gleich noch ein bisschen näher zeigen, wenn hier so wenig Menschen sind. Sieht auf jeden Fall echt schick aus hier. Also das Frühstück war sehr, sehr lecker, aber viel zu viel für mich alleine. Also das Schokocroissant schaffe ich jetzt nicht, ich nehme es mir mit und es ist ein bisschen später. Ja, zeige euch jetzt auch noch ein bisschen das Restaurant hier, wie es hier aussieht. Es wird auch gerade das Austernbuffet aufgebaut, schon auf das Mittagessen, das zeige ich euch jetzt auch noch. Und ja, auf jeden Fall mega schön hier, sehr entspannt. Man kann auf jeden Fall zur Ruhe kommen und gefällt mir echt gut hier. Bin jetzt aufs Abendessen auch noch mal gespannt. Ja, so sieht das jetzt das Ganze hier aus. Es gibt auch einen Wintergarten. Sieht das hier so aus, hier ist ein bisschen kühler als drin. Aber im Sommer auf jeden Fall bestimmt auch super schön. Es gibt auch noch eine zweite Etage, da gehen wir, ich weiß nicht, ob ich da jetzt hier gehe oder heute Abend, weiß ich schon. Auf jeden Fall ist hier auch das, wird gerade auch das Buffet aufgebaut. Mit den ganzen Meeresfrüchten, auch Austern. Also Austern ist jetzt nicht so mein Geschmack, aber Hummer, ja, auf jeden Fall Garnelen. Aber man muss es halt mögen. Es wird hier gerade aufgebaut. Und ja. Sieht auf jeden Fall sehr ansprechend aus. Ja, hier geht es nach oben. Aber ich gehe jetzt mal die Toiletten aufsuchen. Ja, also wie gesagt, Frühstück war sehr, sehr lecker. Schokocroissant habe ich eingepackt. Kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen, wenn ihr herkommt. Ihr müsst auch nicht reservieren. Für abends solltet ihr vielleicht reservieren, kann man nicht über die Disneyland Paris App, sondern über die Homepage von Rosalie, Brasserie Rosalie, einfach bei Google eingeben. Dann findet ihr es auch direkt. Und ja, wie gesagt, ich bin heute Abend nochmal da. Das heißt, wir sehen uns heute Abend hier nochmal in der Brasserie Rosalie. Und wenn ihr nicht unbedingt drin sitzen wollt, könnt ihr euch auch hier was draußen holen zum Frühstücken. Hier gibt es auch verschiedene Salate, Sandwiches, Quiches,
Toasties und Croque Monsieur und Desserts und keine Ahnung. Gibt's hier alles. Hier seht ihr auch mal, das ist also französisch, die Preise. Sieht so aus, das Ganze hier. Auf der anderen Seite habt ihr dann noch Sandwiches. Oh, die sehen aber gut aus. 8,50 Euro. Ja, gut belegt. 7,50 Euro. Das hier natürlich, da gibt es auch Heißgetränke. Hier habt ihr die Quiche. Croque Monsieur für 10 Euro. Und natürlich habt ihr hier auch was Süßes, Croissant und Kuchen und so weiter. Ja, sieht auf jeden Fall alles sehr gut aus. Könnt ihr euch hier dann draußen kaufen. Es gibt sogar so Menüs. Ham und Chicken Sandwich oder Chicken... Ham und Cheese Sandwich oder Chicken Sandwich und ein Getränk plus eine Madeleine für 13 Euro. Von 11 ab 11 Uhr. Und ab 16 Uhr gibt es einen Kuchen und ein Heißgetränk für 6,50 Euro. Und morgens für 4,50 Euro kriegt ihr einen Kaffee und ein Croissant. Also ja, auf jeden Fall echt gutes Angebot. Nach einem langen und kalten Tag bin ich wieder zurück in der Rosalie. Ich war ja heute Morgen schon mal hier zum Frühstück und bin nicht alleine. Hi! Sam ist mit mir da. Und ja, wir sind netterweise von Disneyland Paris eingeladen worden. An der Stelle nochmal vielen, vielen Dank. Wir dürfen heute ein Drei-Gänge-Menü essen, Vorspeise, Hauptgang und Dessert. Und ich zeige euch natürlich, was wir so essen werden. Weißt du schon, was du als Vorspeise nimmst? Vorspeise... Soup? Also take the soup. Yeah, I'm sorry, I got to copy you. Also Vorspeise kann ich euch keine Variation zeigen, weil Sam muss natürlich jetzt auch die Suppe nehmen. Ansonsten Hauptgang weiß ich noch nicht, mal schauen. Aber es ist endlich warm hier drin, es schneit draußen und wir sind cozy, it's magical. Ja, es ist, also wenn man hier drin ist und rausguckt, ist es auf jeden Fall schöner, als wenn man draußen ist. Ich freue mich jetzt erstmal ein bisschen aufzuwärmen. So, meine Vorspeise ist jetzt da. Ich habe mich für die Butternut-Kürbissuppe entschieden. Die soll sehr gut sein. Sam hat hier die Cocktail-Shrimps-Avocado-Salat und da vorne gibt es die Schnecken. Riecht auf jeden Fall sehr kräuterbutterig. Guck mal, ob ich eine probiere. Also die Suppe ist sehr, sehr lecker. Man muss aber sehr viel nachsalzen und pfeffern. Ich habe gerade meine erste Schnecke gegessen in meinem Leben. War sehr lecker mit der Kräuterbutter. Gegen Ende hat es ein bisschen nach Gras geschmeckt. Also nicht nach dem Gras, sondern dem Gras, was auf der Wiese wächst. Also man hat auf jeden Fall geschmeckt, dass die Schnecke mal auf dem Erdboden rumgekrochen ist. Ansonsten ja, wie gesagt, war sehr lecker. Der Hauptgang ist da. Ich habe mich für dieses, ich glaube, das ist Kalbmehl. Sieht aus wie Hühnerfrikassee entschieden. Mit Reis. Sieht gut aus. Sam hat das Chicken mit Kartoffelgratin. Sieht auch sehr gut aus. Und hier haben wir einmal das Risotto. Hatte ich auch überlegt. Sieht auch sehr, sehr gut aus. Unser Dessert ist da. Wir sind schon so satt, aber es war sehr lecker. Ich fand auch das Hähnchen von Sam gut mit dem Kartoffelgratin. Ich habe mich jetzt für die Creme Brûlée entschieden. Sam hat, was hast du? Profiterol. What? Profiterol. Profiterol? Yeah, with chocolate sauce. Okay, looks, sieht sehr gut aus. Looks a lot. Ja, also alle das auch nochmal dasselbe. So, wir sind fertig hier mit Essen in der Rosalie und es war sehr, sehr lecker, aber auch viel zu viel. Ich hatte auch Sam's Dessert probiert mit dem Eis, aber ich kann kein Eis in den Wintermonaten essen. Das geht bei mir nicht so. Aber im Sommer ist es auf jeden Fall eine gute Alternative. Du hattest auch vor, das Soufflé, ne? Mhm. Das war auch sehr, sehr lecker. Sie sagt, das Soufflé ist sogar besser. Also, ja, die Preise sind natürlich ein bisschen angehoben hier in der Rosalie, aber ja, auf jeden Fall ein Besuch wert. Man sitzt sehr gemütlich und ja, vielleicht seid ihr das nächste Mal, wenn ihr hier seid, auch hier. Reserviert, wie gesagt, einen Tisch. Geht über die Webseite, nicht über die Disneyland Paris App, sondern über die Webseite. Könnt ihr einen Tisch reservieren hier. Solltet ihr auch abends auf jeden Fall machen, weil es ist schon sehr beliebt. Heute Abend war es auch wieder sehr voll. Und ja, das war das Video zur Brasserie Rosalie hier im Disney Village. Heute Morgen zum Frühstück und jetzt heute zum Abendessen. An der Stelle nochmal vielen Dank für die Einladung zum Abendessen vom Disneyland Paris. Hat uns sehr gefallen, hat uns sehr geschmeckt. Wir haben schön zusammengesessen mit sehr netten Menschen und einige Informationen bekommen. Aber die sind noch geheim, sage ich schon nicht. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Okay.